1. Die aufgeschlagenen Eier abwiegen, das Gewicht mit dem Faktor 2,15 multipliziert ergibt, die benötigte Menge Grieß, Klammer auf für 200 Gramm Ei, 4308 Grieß, Klammer zu. Grieß, Eier und Öl, mit dem Knethaken 2 bis 3 Minuten gut vermengen. Der Teig soll fest und fast bröselig sein, aber gerade noch knetbar. Eventuell teelöffelweise Wasser oder etwas Grieß untermischen. Kein Salz dazugeben. Zum Schluss den Teig mit der Hand durchkneten, zu einer dicken Rolle formen, teilen, eine Hälfte in Folie wickeln. 2. Die andere Hälfte des Teiges mit dem Nudelholz etwas ausrollen, dann mit der Nudelmaschine durchkneten. Dazu erst durch die größte, dann die beiden nächst kleineren Walzstufen der Maschine geben. Gleich danach die gehackten trockenen Petersilienblätter darüber streuen, sie verteilen sich dann beim wiederholten Walzen, die Teigenden zur Mitte hinfalten, dass das Teigpaket um 90 Grad gedreht wieder in die größte Maschinenöffnung passt. Erneut durch die drei Stufen geben, so lange wiederholen, bis man keine Körnung mehr sieht und der Teig ähnlich fest wie Marzipan ist. Das können auch 8 bis EO Durchgänge sein, dann den Teig stufenweise ganz dünn walzen. 3. Die Arbeitsfläche mit Grieß bestreuen, das Teigblatt darauf legen, ebenfalls bestreuen und aufrollen. In etwa 2 cm breite Streifen, Klammer auf Pappardelle, Klammer zu, schneiden, gerne auch breiter. Mit Grieß bestreut in eine Schüssel geben und schwenken. Die zweite Teighälfte ebenso verarbeiten. Mit Frischhaltefolie bedeckt und gekühlt hält sich die geschnittene Pasta mehrere Stunden. 4 bis 5 Liter Wasser aufkochen, 1 Esslöffel Salz dazufügen, die Pasta bis fest kochen, Klammer auf etwa 4 Minuten, Klammer zu, abgießen, abtropfen lassen. Dazu gibt es geschmolzene Butter und geriebenen Parmesan.